Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute zeige ich euch mal eine zweite Version des Frozen Moneys. Wer die alte Version noch kennt, der weiß, das Ganze ist eher immer so ein bisschen Zufallsprinzip. Mal spawnt ihr als Patrizia, mal bekommt ihr nur eine Cutscene und müsst das Ganze wieder von vorne machen. Deswegen heute die zweite Version, wo ich euch auf jeden Fall garantieren kann, dass das First Try funktionieren wird, ihr das jedes Mal sofort schaffen werdet, auch wieder in den Online-Modus zu kommen, um die Fahrzeuge abzuspeichern. Das Ganze hier funktioniert natürlich auch wieder nur mit Safe Wizard. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und noch keine Ahnung von diesem Programm habt, dann hier oben rechts einfach auf dieses kleine Ausrufezeichen gehen und einfach mal das Video anschauen zu diesem Programm. Wenn ihr natürlich jetzt schon alles habt, fangen wir jetzt an. Wir brauchen als allererstes mal eine Datei von unserer Konsole. Dazu solltet ihr jetzt am besten schon mal einen USB-Stick in eure Konsole tun. Dann gehen wir auf die Einstellungen. Wir gehen nach ganz unten auf die Verwaltung von gespeicherten Daten einmal drauf. Gespeicherte Daten im System wollen wir jetzt auf den USB-Stick kopieren. Wir gehen auf GTA. Hier ganz wichtig aufpassen, kein Autosave nehmen, sondern nur einen Spielstand, wo in Klammern eine Prozentzahl steht. Hier ein Häkchen reinmachen und dann einmal auf Kopieren gehen. Bei mir auf dem USB-Stick ist jetzt dieser Spielstand schon einmal drauf, das heißt, ich werde das Ganze hier einmal überschreiben. Und sobald das auf eurem USB-Stick drauf ist, gehen wir rüber auf den PC und werden dann dort den Spielstand bearbeiten. Nachdem dann Safe Wizard einmal offen ist, geht ihr unten in die Beschreibung, da findet ihr nämlich diese Datei als Download, die braucht ihr nämlich, denn ihr werdet jetzt diesen Spielstand nutzen, um euren einmal zu überschreiben. Dazu geht ihr jetzt hier einmal auf GTA mit Doppel-Linksklick drauf, dann öffnet sich eine neue Ebene mit eurer PSN-ID, hier einen Rechtsklick und dann einmal Advanced Mode öffnen. Ihr bekommt dann ein neues Fenster. Oben rechts seht ihr so einen kleinen Pfeil mit Import File. Da einmal drauf gehen. Dann sucht ihr euch jetzt den Ort raus, wo ihr das Ganze gedownloadet habt. In meinem Fall ist das jetzt hier schon auf dem Desktop. Ihr markiert euch die Datei, sodass im Dateinamen dann auch die Datei drinne steht und geht dann hier einmal auf Öffnen. Und danach drückt ihr einfach nur noch einmal auf Apply und auf Ja. Und schon wird euer Spielstand mit dem, den ihr gerade gedownloadet habt, überschrieben. Das Ganze ist nun fertig, der Spielstand wurde nun erfolgreich überschrieben. Wir nehmen den USB-Stick, tun den wieder in unsere Konsole rein und werden den Spielstand auf unsere Konsole bringen. Dazu geht ihr auch wieder in die Einstellungen einmal rein. Wir gehen wieder runter zur Verwaltung von Anwendung gespeicherte Daten. Gespeicherte Daten auf dem USB-Stick wollen wir jetzt natürlich in das System reinkopieren. Hier wird uns auch schon GTA angezeigt. Hier machen wir den Häkchen rein, gehen auf Kopieren. Ihr seht, die Datei ist bei mir schon im System drin. Sollte die bei euch auch schon drin sein, dann hier einfach ein Häkchen reinmachen. Lasst euch auch nicht irritieren von der Prozentzahl. Das ist einfach nur ein Anzeigefehler. Überschreibt das Ganze dann einmal und sobald das dann überschrieben ist, wollen wir natürlich direkt von diesem Spielstand aus booten. Deswegen gehen wir nochmal in den Speicher, System. Speicher, gespeicherte Daten gehen wir noch einmal rein, dann auf GTA. Wir werden jetzt hier einmal das Autosave rauslöschen, denn somit können wir auf jeden Fall dann direkt von dem Save gehen, was wir gerade hier in unsere Konsole reingeladen haben, direkt von dort aus booten. Dazu jetzt einmal GTA starten und wir hören und sehen uns dann wieder, wenn ich im Story-Modus bin. Wenn ihr in der Story ankommt, seht ihr, dass ihr unter der Karte seid. Ihr dürft jetzt ja auch nicht fahren und auch nicht aussteigen. Ihr solltet jetzt genau unter dem Maze Bank Tower sein. Jetzt geht ihr einmal auf die Optionstaste. Ihr geht auf Einstellungen und bei der Steuerung sollte jetzt hier freies Zielen drin sein. Dann könnt ihr jetzt von hier aus direkt einmal in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung reingehen. In der Einladesitzung einfach wieder Optionstaste, Online und ihr verlasst einfach wieder die Einladesitzung. Ihr seht, wir kommen jetzt in der Story an. Wir haben ein Kostüm an, und zwar das Impotent Rage Kostüm. Wenn euch Simeon anruft, könnt ihr gerne an den Anruf rangehen. Das ist total egal, ob ihr den annehmt oder nicht. Und danach bestellt ihr euch jetzt einfach mal einen Buzzard, beziehungsweise im Story-Modus könnt ihr euch den nur cheaten. Den Cheat werde ich jetzt hier ganz kurz mal einblenden. Den könnt ihr ganz ohne Probleme machen. Sobald ihr dann einen Buzzard habt, einmal einsteigen und dann fliegt ihr ungefähr zu der Position hier einmal. Da sollte dann ein offenes Dach sein, wo ihr drauf landen könnt. So, ich werde euch nochmal ganz kurz die Position zeigen, damit ihr auch genau wisst, wo das ist. Zwar befindet sich das in der Nähe des Strandes eher, ungefähr gegenüber vom Friseurladen. Das ist direkt auf einem Dach. Und hier oben werdet ihr jetzt eine Piote-Pflanze finden. Wenn ihr natürlich in der Nähe eine schnellere findet, könnt ihr auch die nehmen. Hier spielt das keine Rolle, was ihr für eine nehmt. Ihr könnt, wie gesagt, auch eine direkt bei euch in der Nähe nehmen. Dann macht ihr das gleiche wie beim alten Frozen Money. Ihr werdet die Piote jetzt hier einmal essen.
Nachdem ihr dann die Peyote gegessen habt, werdet ihr sehen, dass die Charakterfigur hier einmal runterspringt, ihr jetzt einen Huhn oder ein allgemeines Tier seid und jetzt wieder die rechte Pfeiltaste einmal drücken, um aus der Halluzination rauszukommen. Und sobald das erledigt ist, wieder Optionstaste drücken und wir gehen jetzt wieder in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. In der Einladesitzung dann angekommen, sollten wir als allererstes mal überprüfen, ob wir auch wirklich Frozen Money jetzt haben. Dazu einmal Interaktionsmenü öffnen, wir gehen auf Inventar, wir gehen ein Stück runter zur Munition und suchen uns jetzt hier eine Waffe oder irgendwas aus, wo wir was kaufen können. Gehen jetzt hier drauf und ihr seht, oben rechts unser Geld erscheint nicht, es wird uns nichts abgezogen. Das heißt, wir können hier in Ruhe jetzt Sachen kaufen, ohne dass wir Geld verlieren. Natürlich auch ganz wichtig hier zu beachten ist, wenn ihr Gebäude kauft, dann wird das Ganze nicht abgespeichert. Auch was so CEO-Gebäude angeht, das könnt ihr gerne mal probieren, denn da könnt ihr auch das Inventar komplett ändern und das sollte dann auch abspeicherbar sein. Aber was auf jeden Fall immer funktioniert, wie ihr hier schon in der Garage seht, sind die Fahrzeuge. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal auf Wurstock gehen und mir eine Garage voll mit Scrimshots kaufen. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Stück, das ist noch nicht genug. Wir werden mal noch eine andere Garage vollknallen und zwar den Twinsel Tower einmal. Den werde ich jetzt noch komplett voll machen und danach geht's gleich weiter mit den nächsten Schritten, die ihr machen müsst, um das Ganze abzuspeichern. So, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Also wir haben jetzt 2 Apartments mit jeweils 2 Garagen in ein paar Scrimshots reingehauen. Und jetzt macht ihr eigentlich nur noch Folgendes. Ihr geht einmal ins Interaktionsmenü, geht kurz auf Stil, wechselt kurz einmal das Outfit, damit ihr unten rechts erstmal eine orange kleine Speicherschnecke bekommt. Und wenn das erfolgt ist, wieder Optionstaste. Ihr geht auf Online und geht wieder auf GTA Online verlassen. Solltet ihr jetzt durch die Map fallen und ihr fallt irgendwo runter, ist das alles gar kein Problem. Ihr geht jetzt hier einmal auf die Optionstaste, geht jetzt hier wieder raus und ihr solltet euch dann wieder bewegen können. Und jetzt holt ihr euch einfach wieder einen Buzzard. In den Buzzard jetzt einmal einsteigen. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch auf eine komplett andere Art und Weise umbringen. Ich werde das jetzt einfach mit dem Buzzard kurz machen, hochfliegen und dann einmal rausspringen. Bevor ihr rausspringt, solltet ihr nochmal die Optionstaste drücken und wirklich gucken, dass ihr im freien Zielmodus seid. Ihr seht, wir sind noch im freien Zielmodus. Dann springt ihr hier einfach raus und tötet euch. Und sobald ihr tot seid und außer Gefecht dasteht, wird jetzt gleich ein Blackscreen kommen. Dieser Blackscreen wird so lange dort bleiben, bis wir jemanden gefunden haben, der in einem anderen Zielmodus ist. Deswegen jetzt hier einmal PlayStation-Taste drücken. Wir gehen jetzt auf eine Community. Geht jetzt hier auf aktuelles Spiel und sucht euch jetzt hier jemanden aus, dem ihr beitreten könnt, am besten so bei 5 bis 6 Minuten und dann geht ihr hier einmal auf der Sitzung beitreten, dann sollte unten rechts eine Detailabfragung kommen zum Server und dann kommt eine Fehlermeldung, diese nicht annehmen, sondern doppelt die PlayStation-Taste drücken und der gleichen Person nochmal beitreten und dann sollte eigentlich ein Dreizeiler kommen, das heißt diese Person befindet sich nicht in einem anderen Zielmodus wie wir, das heißt nochmal doppelt PlayStation-Taste drücken, wir gehen auf den nächsten Spieler, treten dem nochmal bei. Wir bekommen wieder eine Fehlermeldung, doppelt PlayStation-Taste, nochmal der Person beitreten und jetzt bekommen wir einen Dreizeiler, hier mit Kreis draufgehen. Ihr seht, wir sind jetzt hier eingefroren, Optionstaste, wir gehen wieder auf Online und wir gehen wieder hier in eine Einladesitzung rein. In der Einladesitzung angekommen, einfach ein Fahrzeug schnappen und jetzt einmal zu der Garage fahren, wo ihr die Fahrzeuge überall reinbestellt habt. So, ihr seht, die Fahrzeuge sind jetzt hier alle drinne, um das Ganze jetzt hier abzuspeichern, denn ihr könnt jetzt hier nicht einfach wieder aus der Sitzung rausgehen und die Anwendung schließen, dann sind die Fahrzeuge nämlich alle weg. Deswegen hier einmal hinten auf diesen blauen Kreis drauf gehen, rechte Pfeiltaste drücken und ihr tauscht jetzt alle Fahrzeuge einmal durch. Nachdem ihr das dann durchgetauscht habt, wieder Interaktionsmenü, wir gehen einmal auf Stil und wechseln hier auch wieder einmal das Outfit, so dass wir dann unten rechts wieder eine orange Speicherschnecke bekommen. Jetzt sollten die Fahrzeuge abgespeichert sein, das macht jetzt einfach in jeder anderen Garage, wo ihr Fahrzeuge rein bestellt habt und switcht die dort einmal um, wechselt das Outfit und dann ist das fertig. Ich werde jetzt hier nur die eine Garage als Testversuch machen, denn wir werden jetzt hier direkt einmal die PlayStation-Taste drücken und die Anwendung schließen. Und wenn ihr das jetzt wieder von vorne machen wollt, könnt ihr hier gleich wieder auf Einstellungen gehen.
gehen, ihr geht auf den Speicher, ihr geht hier auf den Systemspeicher, wieder runter auf gespeicherte Daten, auf GTA einmal drauf, löscht schon mal das Autosave hier raus und startet wieder GTA. Und jetzt ist es aber ganz wichtig, dass ihr nach der Frau hier im Blackscreen dauerhaft die R1-Taste drückt bis zum ersten Rockstar-Logo. Das heißt, ihr solltet jetzt anfangen, die R1-Taste zu drücken, bis das erste Rockstar-Logo erscheint, so dass ihr dann in den Kalibrierungsbildschirm kommt. Im Story-Modus angekommen, sollten wir dann auch wieder einmal unter dem CEO-Gebäude vom Maze Bank Tower landen. Hier müsst ihr natürlich dann wieder eure Einstellungen vornehmen, denn ihr habt mit dem Cache-Löschen auch alle Einstellungen gelöscht. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal auf Steuerung gucken, seht ihr auch, dass das freie Zielen weg ist. Das könnt ihr jetzt hier wieder einstellen und die ganzen Steps einfach wieder von vorne wiederholen. Ich werde jetzt hier aber einfach nur mal zum Gucken, ob die Fahrzeuge da sind, einfach wieder in eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung reingehen. Wir sind jetzt wieder in der Einladesitzung drinne. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz vor die Garage gehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Mechaniker anrufen und gucken, ob jetzt im Twinsel Tower, wo wir die Fahrzeuge geswitcht haben, ob die noch dort sind. Wir gehen einmal hier drauf und ihr seht, die ganzen Fahrzeuge sind jetzt hier noch da. Die ganzen Scramjets, die wir hier reinbestellt haben, sind noch dort. Ich werde jetzt nochmal sicherheitshalber hinfahren und schauen, ob die auch wirklich in der Garage drinne stehen. Ja, und ihr seht, die ganzen Fahrzeuge sind jetzt noch alle da. Das war es auch schon mit der zweiten Version des Glitches. Der geht relativ schnell und einfach und funktioniert sofort beim ersten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal noch gerne abonnieren. Das war es jetzt erstmal von mir, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und tschüss.